Hallo und herzlich willkommen an diesem schönen Samstag. Die Jury hilft ja immer Berlinern und Brandenburgern, wenn sie in ihren Alltagsproblemen nicht vorankommen. Diesmal haben sich Menschen an mich gewandt, die gesagt haben, wir wollen auf unserem Schaden nicht sitzen bleiben. Nun weiß man ja, Versicherungen sind nicht das Allheilmittel, sonst gäbe es diese Adresse auch nicht. Den Ombudsmann für Versicherung, das ist eine Schlichtungsstelle, die einzige übrigens bundesweit. Die befindet sich in Berlin. Ich habe mich ein wenig hier eingenistet, aber zunächst schauen wir auf den ersten Fall und da geht es um ein sehr teures elektronisches Gerät. Tagsüber im Außendienst für eine Zahntechnikfirma unterwegs und danach büffelt sie fürs Wirtschaftsstudium. Ihren Computer hat Janina Seel immer im Einsatz. Die rund 2160 Euro für den Rechner hatte sie sich lange zusammengespart. Ohne ihr mobiles Büro würde die zweifache Mutter das alles nicht unter einen Hut kriegen. Ich hänge sehr an meinem MacBook. Das ist mein erster PC, den habe ich mir hart erarbeitet und ich nutze ihn auch täglich für mein Studium und meine Weiterbildung. Als ihr Ladekabel kaputt geht, lässt sie sich beim Elektronik-Discounter Mediamarkt beraten. Sie will mit diesem Kabel zwei Computer aufladen, den von ihrem Mann und ihren eigenen. Er hat uns dann ganz explizit das 60-Watt-Netzteil empfohlen, weil man damit grundsätzlich beide PCs laden kann und nur das große, was ich eigentlich laden wollte, langsamer laden würde. Das haben wir dann in Kauf genommen und haben es dann erworben. Zu Hause funktioniert das Netzteil mit dem Rechner ihres Mannes einwandfrei. Doch als Janina Seel es zum ersten Mal an ihren Computer anschließt, riecht es verbrannt, dann bleibt der Bildschirm für immer dunkel. Die Berlinerin reklamiert das Kabel beim Mediamarkt. Dort werden dann beide Teile untersucht. Ergebnis? Durch einen Kurzschluss ist der Computer beschädigt worden. Reparaturkosten rund 850 Euro. Für einen Computer, der selbst nur noch rund 450 Euro Marktwert hat. Obwohl der Discounter die Falschberatung einräumt, will er den Schaden nicht übernehmen. Denn der sei nicht eindeutig auf den Gebrauch des verkauften Netzteils zurückzuführen. Janina Seel könne sich aber einen neuen Rechner kaufen, da wäre man kulant und biete ihr 150 Euro Rabatt. Ich sehe gar nicht ein, jetzt 2000 Euro für ein neues auszugeben. Das ist viel Geld, das brauche ich, um mein Studium weiter zu finanzieren. Ich kann es mir im Moment gar nicht leisten. Nun fühlt sie sich erst so richtig verschaukelt. Sie wendet sich an die Jury Hilft. Nun kann sich der Ärger auch noch potenzieren. Nicht nur, dass es kaputt ist. Was macht Sie im Moment vor allen Dingen ärgerlich, wenn Sie an Ihr Notebook denken? Nun, Mediamarkt verlangt von mir, einen Beweis zu erbringen, dass das Netzteil schuld an meinem kaputten PC ist. Und das ist mir schier unmöglich. Ich weiß ja auch nicht, ob es mir gelingt, aber Sie können mir jetzt die Geräte mal geben. Gerne. Und ich mache mich auf den Weg der Erkenntnis und mal sehen, was rauskommt. Ja. Vielen Dank. Ist das Netzteil schuld am Computercrash? Ich frage bei Service- und Reparaturläden nach, die auf Produkte des Herstellers Apple spezialisiert sind. Mal heißt es, ja, das Netzteil sei schuld. Mal nein. Nur in einem sind sich alle dann einig, hier gab es eine Falschberatung. Kann ein Gutachter mir das erklären? Sie sind EDV-Sachverständiger, Herr Tacke, also genau der richtige Mann für mich. Kann man mit diesem Netzteil ein Notebook tatsächlich kaputt machen? Ja, das ist sehr wohl möglich. Dieses Netzteil, was vom Mediamarkt als Ersatzteil gekauft worden ist, hat nur eine Leistung von 60 Watt. Für dieses MacBook Pro wäre normalerweise ein Netzteil mit 85 Watt erforderlich. Also ist die Leistung nicht ausreichend. Wenn ich Ihnen das beides jetzt in die Hand drücke und sage, Herr Tacke, liefern Sie mir jetzt den Beweis. Das ist sehr schwierig, weil beim Einschaltvorgang des Notebooks eine sehr hohe Spannung aus dem Netzteil gezogen wird und in dem Moment ist ein Defekt eingetreten. Ganz genau hundertprozentig wird man es nie sagen können. Mit dem Wissen hake ich nun nochmal beim Mediamarkt nach und beiße weiter auf Granit. Man bleibt beim alten Angebot. Bei meinen Recherchen habe ich aber noch einen Tipp bekommen und hier gibt es endlich erste Hilfe für den kaputten Klapprechner. So, Sie sind jetzt der Retter in der Not, Herr Wolfram, weil Sie nehmen sich ja der älteren Modelle auch an, genau. Können die reparieren. Warum können Sie das eigentlich, was andere nicht können? Ja, also die Hersteller tauschen immer nur komplette Baugruppen aus. Da macht sich keiner die Mühe, defekte Teile an sich zu reparieren. Eine richtige Reparatur gibt es heute nicht mehr. Aus genau dem Grund haben wir uns darauf spezialisiert und messen und diagnostizieren, was an so einer Platine kaputt ist und tauschen nur dieses eine Bauteil aus. Klingt ökonomisch auch sinnvoller und kostet dann weniger? Also im schlimmsten Fall kommen wir mit 300 bis 400 Euro aus. Das wäre schon mal die Hälfte von dem, was Mediamarkt gesagt hat. Ich gebe Ihnen den jetzt einfach mal und viel Glück. Alles klar. Toi, 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 danke. Das gute Gerät ist jetzt in der Reparatur. Mal sehen, was dabei rauskommt.
Und was ist nun mit dem Klapprechner von Janina Seel? So, hier sitzen Janinas Tochter Emily und ihre Freundin Sophie ist auch da. Und wir alle gucken und wollen wissen, ob das Ding jetzt klappt. Richtig, es läuft wirklich wieder wie ein Bienchen. Wir sind überglücklich. Das ist wunderbar. Finde ich richtig gut, dass es funktioniert hat. Und nun ist natürlich die Frage, die Reparatur hat funktioniert, aber war sie denn auch so teuer wie angedeutet? Oder? Ich bin sehr überrascht gewesen. Alles funktioniert und es hat insgesamt dann 200 Euro gekostet, inklusive im Austauschakku. Wunderbar. Sprachlos. Das klingt gut und vor allen Dingen 650 Euro Ersparnis.